Hallo meine Lieben, hallo da draußen. Wir beide hier, wir machen jetzt den What's in my bag Tag. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Bis gleich. Jetzt fangen wir mal an. Das hier ist meine Handtasche, die habe ich von H&M. Eine ganz schicke mit so einem langen Griff und zwei Tragegriffen. Darin befindet sich mein Portemonnaie. Das habe ich mal von Six. Ja, das hier ist so das Innenleben. Dann habe ich hier noch Taschentücher. Meine DKMS-Spenderplakette. Das finde ich finde es ganz wichtig, dass man das macht, weil man kann, wenn man sich registriert hat, man kann Leben retten. Und ich finde das ganz wichtig, dass man das heutzutage macht. Und diese Organisation, die DKMS, Deutsche Knochenmark-Spenderdatei, ist weltweit engagiert. Ich habe jetzt vor 2, 3 Tagen meine Spendercard bekommen und ich kann jetzt einem Menschen auf der ganzen Welt helfen. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und wenn ihr Lust habt, klickt mal da drauf. Ich verlinke euch den Link in die Infobox. Und auf Facebook gibt es die auch. Also engagiert euch. So. Dann habe ich hier noch meine extra Professionals plus Vitamin C. Ich habe immer irgendwie Kaugummis mit, weil wenn man mal essen geht oder sich direkt nach Arbeit mit jemandem trifft und dann so sich nicht ganz so frisch fühlt, kann man mal eben Kaugummi einschmeißen und dann ist alles wieder gut. So, komm. Papier. Komm Papi. Papi Galoppi. Ja, super. Und Platz. Noch Platz hier. Nee, hier. Hier Platz. Ein Bon von Rossmann. Eine Serviette. Ein Bon von Ikea. Wir wollen ja bald ausziehen, mein Freund und ich. Wir wollen zusammenziehen. Und vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich, was man gut machen kann, welche Vorbereitungen man unbedingt treffen muss. Was man auf jeden Fall machen sollte, wie früh man anfangen sollte, sich eine Wohnung zu suchen. Und vielleicht habt ihr ein paar Tipps. Das wäre ganz toll, wenn ihr mir ein bisschen was schreiben würdet, weil ich bin zwar mit meiner Familie sehr oft umgezogen, aber noch nie allein. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz großer Schritt. Und das wäre, ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Tipps für mich hättet. Dann habe ich hier noch Magnesiumtabletten. Aber die habe ich eigentlich nur mit, weil ich Freitag zum Sport gegangen bin und ich kriege immer total schnell Krämpfe und dann habe ich die auf der Arbeit genommen, irgendwie ein paar Stunden vorher und dann ging das richtig gut. Also ich habe keinen Krampf gehabt und klar, das ist kein Nahrungsergänzungsmittel, kein Nahrungsersatz, sondern zum Ergänzen. Und ich nehme die nicht regelmäßig, ich nehme die nach Bedarf, so wie ich mich fühle. Beziehungsweise so, wie ich Sport mache. Also ich mache freitags immer Zumba und ich bekomme schnell Krämpfe in den Füßen und da hilft es wirklich gut. Ich nehme eine immer mit in mein Getränk, wenn ich Zumba mache und das ist richtig gut. Mir hilft es super. Achso, und die sind von DM, das Gesunde Plus. Boah, wenn ihr das so seht. Taschentücher habe ich wieder reingepackt. Ja, und außer mein Schminkbag ist nichts mehr außer Staub drin. Da was relativ kurz war, mache ich jetzt noch einen Tag hinterher. Den What's in my Make-up-Bag-Tag. Bis gleich. Dankeschön. Tschüss.
Hallo da draußen. Wie angekündigt, gibt es jetzt noch den What's in my Make-up Bag Tag. Ich zeige euch alles, was ich in dem Schmuckstück hier drin habe. Ich mach's mal auf. Ich weiß nicht. Zeig's euch mal. So sieht es aus. Ich zoome euch mal eben ein bisschen rein. So. Also, was ich ganz wichtig finde, ist für uns Brillenträger halt ein Brillenputztuch. Das habe ich immer dabei. Ich habe kein Brillenetui dabei, weil ich meine Brillen nie absetze oder wechsle oder was weiß ich. Deswegen habe ich das in meinem Make-up-Täschchen rumliegen. Dann habe ich ein Deo-Spray, das Isala Deo-Spray in Fresh, das hellblaue. Das finde ich super, das hilft und das riecht auch neutral. Das kann man mal eben so, ne? Und das ist so ein Pröbchen, also es ist nicht so groß, seht ihr hier an meinem Kopf. Also mein Kopf ist auch nicht richtig riesig, aber ist auf jeden Fall so ein Pröbchen, was ihr überall kriegt. Also das ist jetzt von Rossmann. Dann habe ich noch eine Bürste, eine kleine, zum mal eben durchkämmen, wenn ich offene Haare trage oder einen Zopf mal eben durchkämmen möchte. Die ist von Ihr Platz, findet man auch in dieser, in diesen Grabbelkisten oder so. Dann habe ich Zahnseide dabei. Finde ich auch ganz wichtig, wenn man mal essen war. Und, weiß ich nicht, ein Steak oder irgendwas mit Mohn oder so gegessen hat, dann hat man ja immer irgendwie was so, ne? Fühlt man sich wie so ein Motorradfahrer mit Fliegen zwischen den Zähnen. Finde ich auch wichtig. Habe ich meine Handcreme dabei. Das ist die pinke von Essence. Die heißt Repair. Ich weiß nicht, wie sie sieht. Nö. Auf jeden Fall die pinke. Die riecht gut. Kann man gucken. Also ein bisschen nach Himbeere, finde ich. Das ist lecker. I like it. Eine Nagelfeile. So zum Ausklappen. Dann mein Essenspuder in diesem, also dieses transparente 07 ist das, Translucent. Das finde ich ganz gut, wenn man mal zwischendurch abpudern will. Also wenn man mal irgendwie geschwitzt hat oder sich irgendwie nicht so frisch fühlt, dann mache ich das mal eben schnell. Ein Kajal, einen schwarzen. Der ist schon so abgebraucht, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der war von Essence, dieses Ultra Black oder sowas. Ja, irgendwie sowas war das. Auf jeden Fall einen schwarzen, weil das ist immer ganz gut. Schwarz kann man immer nehmen. Dann habe ich hier den Essence 53er Lippenstift All About Cupcake. Den liebe ich. Das ist so eine schöne Farbe. Die kann man immer tragen. Ob im Winter, ob im Frühjahr, ob im Sommer oder im Herbst. Das ist einfach so eine neutrale Farbe. Die macht so ein bisschen Schimmer auf den Lippen. Und die finde ich schön. Ich kann es auch mal auftragen. Aber ich finde, die riechen so gut. Lecker. Dann habe ich einen Blistex dabei. Ganz normalen Lippenpflegestift. Jetzt im Winter habe ich den oft benutzt, weil die Lippen ja eh so rau sind und Feuchtigkeitsverlust und so. Und jetzt im Frühling werde ich den wahrscheinlich nicht so häufig benutzen, aber wenn, dann ist er auf jeden Fall dabei und das finde ich wichtig. Schmerztablette. Das ist der Hund. Mein Puderpinsel von Essence, den rosanen. Richtig schön. Ein Rouge, das ist von Rival de Loup, Pink Blush in 06. Das ist richtig nett, ich mag es. Dann habe ich noch einen kleinen Spiegel von Eulili. Wie sieht der aus? Und zweimal Desinfektionsgel, genau, Gel heißt das, habe ich vergessen, Gel. Also zweimal Desinfektionsgel. Ich finde die beiden nicht so gut, weil die haben so einen eigenen Geruch. Die riechen so, man hat das P2. Riecht so ein bisschen zitronig, aber wenn es aufgetragen ist und wenn das verdunstet ist, riecht das ganz komisch. Also ich finde das unangenehm. Ja, das Sacrotan geht noch. Aber ich finde, das, es gibt noch eins, das kriegt man, ich glaube, das von Essence. Das riecht schön neutral und das finde ich gut. Also das würde ich mir auch
nachkaufen, nicht die beiden hier. Aber gut, wenn man sie hat, man braucht das immer. Und dann finde ich das auch ganz gut, wenn man die benutzt, weil man hat es gekauft, warum soll man das nicht dann für andere nutzen? Ja, das war's. Mal ein bisschen was Kürzeres von mir gehört. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Tags habt oder Fragen oder so, ich freue mich über jeden Kommentar, wisst ihr Bescheid. So, passt. Wackelt. Und hat weniger Luft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich freue mich über jeden neuen Zuschauer und jeden Kommentar. Bis dann. Tschüss.